Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal auch von mir noch alles Gute für das neue Jahr. Das hat ja für mich sehr spannend und interessant angefangen. Die ersten 12 Tage als Bürgermeister habe ich hinter mir. Ich weiß jetzt so ungefähr, wie der Fass sich also mal gefühlt hat. Es ist nicht immer ganz einfach, aber das war von vornherein klar. Das Jahr 2014 steht für mich zumindest und für uns alle, glaube ich, vor großen Herausforderungen. Und in den letzten 12 Tagen, da will ich mal ein bisschen berichten, gab es ja viel Licht und auch viel Schatten. So ist es immer, wenn man irgendwo neu ist. Fange ich mal beim Licht an. Gestern war so ein sehr interessanter, schöner Tag. Erst habe ich die Schlüssel fürs Rathaus der Narren überlassen. Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Die wollte auch die Stadtkasse haben, habe von mir nur einen Sack voll Schulden überreicht gekriegt. So ist es halt mal. Abends sind dann unsere Faustballer Europameister geworden. Das freut auch einen Bürgermeister, gell? Wollte ich ja auch mal sagen. Es gibt sie aber auch, die etwas unangenehmeren Momente. Und es hat gleich am 2.1. habe ich morgens um 9 meinen Dienst begonnen und um 10 hatte ich die erste Sitzung wegen Schwimmbad. Ja, das ist normal. Das ist jetzt momentan ein, ich sag mal, Dauerbrenner sozusagen. Wir hatten schon in den letzten 7 Tagen, wo ich im Rathaus war, allein 4 Sitzungen wegen Schwimmbad. Also ihr seht, wir treiben das Thema voran. Und das Schwimmbad ist natürlich eine sehr diffizile Sache, weil hochemotional besetzt. Gar keine Frage. Und die Leute fragen sich, wie konnte das alles eigentlich passieren? Was ist da eigentlich gelaufen? Das wird ein Akteneinsichtsausschuss aufklären. Meine Aufgabe ist es vor allen Dingen, nach vorne zu denken, denke ich, und zu gucken, wie wir weiterhin in Schwimmen in Funkstadt ermöglichen können. Und dazu will ich so ein paar Parameter sagen, weil die Leute sagen immer, oh, das Schwimmbad sieht doch noch gut aus. Ist doch alles ein Schuss, einigermaßen. Wo ist denn das Problem? Ich vergleiche das Schwimmbad immer gerne dann an der Stelle mit dem alten Mercedes aus den 70er Jahren, der einen Haufen Sprit schluckt, noch eigentlich ganz gut im Lack steht sozusagen, aber jetzt kommen die TÜV-Prüfungen und dann weiß jeder, der ein Auto hat, irgendwann muss man sich dann da die Frage stellen, rentiert sich noch in das Auto, das alles reinzustecken, damit man es weiterfahren kann? Oder ist es vielleicht nicht günstiger, ein kleineres, neueres Auto, das weniger Sprit braucht, zu kaufen, wenn man sich das leisten kann? Oder man muss zu Fuß gehen, das sind andere Alternativen. Ja? Also vor diesen Fragen stehen wir jetzt momentan und das ist alles andere als einfach. Weil wir natürlich auch noch die Sauna nebenbei gebaut haben. Da sind wir von vielen Voraussetzungen ausgegangen, die sich leider nicht ganz so entwickelt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich bei Goldener Hochzeit bin, da sagen die Leute dann also, ach Herr Koch, Sie tun mir ja leid, was Sie jetzt da alles überlassen gekriegt haben. Aber das ist nicht natürlich, wie soll ich sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich bin sicher, Funkstadt ist stark und wir kriegen das gemeinsam auch wieder hin und werden da einen Lösungsweg finden und vorschlagen können. Die ersten Projekte sind da auf dem Weg und ich werde dann auch über die Funkstelle der Woche und bei Veranstaltungen Sie alle da entsprechend auch informieren. Nächstes Problem, der Haushalt. Das ist der berühmte Sack voll Schulde, den jetzt die Narren haben, bis zumindest Aschermittwoch. Aber danach kriege ich den ja wieder zurück wahrscheinlich. Gefüllt mit Geld. Na, schön wäre es, aber ich bezweifle, dass das der Fall ist. Nur die weiße Mäuse, die ich drin habe, die sind dann wahrscheinlich weg. Ja. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Wir haben momentan ein Defizit von 4 bis 5 Millionen im Jahr, jedes Jahr, dürfen eigentlich keine weiteren neuen Schulden mehr machen. Und wenn ich sage, wir müssen sparen, da wird jeder im Raum hier nicken und sagen, jawohl, wir müssen sparen, aber bloß nicht da. Ja? Also das ist natürlich auch eine schwierige Sache, die wir da vor uns haben. Und wir werden uns darauf den Weg machen. Es wird natürlich auch wehtun, da mache ich hier keinen Hehl draus. Aber, und das geht jetzt in Richtung Landtagsabgeordnete, ganz alleine wird das die Stadt Funkstadt nicht schaffen können. Das geht nicht. Man muss sich mal vor Augen führen, warum sind wir überhaupt so in der Misere? Wenn man sieht, das Land klaut den Kommunen seit Jahren 350 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das ist umgerechnet auf die Stadt Funkstadt. Ich habe das mal so 360 Millionen geteilt durch 6 Millionen Hessen. Mal in der Bevölkerung von Funkstadt sind wir bei rund 1,5 Millionen, die Punkt fehlen. Jedes Jahr. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn das Geld dann irgendwann nicht mehr reicht. Dazu kommt noch, dass wir immer weitere Aufgaben aufgedrückt bekommen. Wir bauen jetzt die Kindertagesbetreuungseinrichtung in der Schillerstraße. Kostet 2,5 Millionen ungefähr. Da zahlt Land Hessen einen ordentlichen Bauzuschuss. Aber die Betriebskosten, die zahlen wir. Und das ist natürlich eine Sache, das geht dauerhaft sicherlich nicht gut. Und da ist mein Appell an dich, liebe Heike, auch wenn wir weiter in Hessen in der Opposition sind, kämpft dafür, dass auch die Kommunen nicht vergessen werden. Ich habe nämlich schon manchmal das Gefühl, unsere Landesregierung weiß gar nicht, was sie eigentlich an den Kommunen hat. Und das Land Hessen
braucht starke Kommunen. Funkstadt ist eine starke Kommune, keine Frage. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir in dem Jahr unsere Probleme, die wir so haben, lösen. Wir machen uns da langsam auf den Weg. Ich vergleiche Funkstadt immer, so eine Stadt ist kein Schnellboot, da kannst du nicht von jetzt auf gleich umsteuern. Das geht nicht. Das ist wie ein Öltanker, der ganz allmählich in die verschiedenen Richtungen, in die verschiedene Richtung gelenkt werden muss und dann irgendwann an sein Ziel ankommt. Und ich gehe mal davon aus, dass ich nächstes Jahr dann auch wieder hier beim Neujahrsempfang sein werde, dass man die ersten dann Ergebnisse präsentieren kann, wo man weiß, in welche Richtung ist der Tanker dann gelaufen. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche uns allen ein gutes Jahr 2014. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Meine Bürotür ist fast immer offen. Wenn die Frau Gunkel euch vorbeilässt, kommt sie auch bei mir an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin natürlich jederzeit für Gespräche offen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.